ob ein Ski gewachst werden muss, kann man optisch auch sehr gut erkennen. Hier haben wir einen relativ frisch gewachsenen Ski. Der hat eine dunkle, satte Farbe in der Lauffläche. Bei dem Ski erkennt man deutlich diese hellen Stellen. Der Belag wird ein bisschen grau und fahl. Hier fehlt also Wachs. Vor dem Wachsen muss man jetzt erstmal den Belag von altem Schmutz und alten Wachsresten befreien. Dazu nimmt man am besten auch eine solche Kupferbürste. Bürstet alles sauber aus. Solche Wachsblöcke gibt es in verschiedenen Ausführungen, und zwar in drei Farben. Das ist einmal gelb für den Temperaturbereich 0 bis minus 4 Grad. Das Rot ist wohl das gebräuchlichste von minus 4 bis minus 10 Grad. Und das Blaue ist für extrem kalten Schnee von minus 10 bis minus 30 Grad. Wir nehmen hier den roten Block, der wohl am gebräuchlichsten ist. Wichtig beim Skiwachsen ist ein vernünftiges Wachsbügeleisen. Solche Wachsbügeleisen halten die Temperatur sehr, sehr exakt. Bei normalen Haushaltsbügeleisen sind die Temperaturschwankungen viel zu groß. Das heißt, der Belag kann verbrennen dabei. Wichtig auch beim Wachsen, das Wachs soll nie rauchen. Wenn es anfängt zu rauchen, Temperatur ein bisschen zurückdrehen. Wie gesagt, ich nutze hier in der Regel 130 Grad. Dann nimmt man einfach den Wachsblock und hält ihn an das Bügeleisen dran und lässt den Wachs runtertropfen. Wichtig beim Wachsen ist, dass man nicht zu viel auf einmal wachst. Das heißt also, immer nur einen kleinen Bereich des Ski. Denn beim Wachsen geht es darum, dass der Wachs in den Belag eindringt. Es geht also nicht darum, dass der Wachs auf den Belag kommt, sondern dass der Wachs richtig tief in den Belag einzieht. Und deshalb muss der Ski, der Belag, der Kern ziemlich warm werden, weil sich dann die Poren dehnen. Deshalb am besten immer nur kurze Bereiche des Skis machen, dass da wirklich der Ski auch bis nach innen schön warm wird und der Wachs schön tief einziehen kann. Dass der Ski schön durchgewärmt ist, erkennt man auch daran, dass der Wachs nicht sofort wieder erstarrt, sondern noch schön lang flüssig bleibt. Auch sehr gut merkt man das, vor allem im dünnen Schaufelbereich, wenn man unten an die Schaufel greift und da von oben dann die Wärme spürt. Nach dem Wachsen muss das Wachs jetzt aushärten. Das dauert eine gute Stunde, man kann es auch gerne am besten bis zum nächsten Tag stehen lassen, weil dann ist es richtig schön ausgehärtet. Nach dem Aushärten des Wachses muss der Wachs mit einer solchen Abziehklinge abgezogen werden. Viele wundern sich vielleicht, was diese Ecke hier oben in dem Teil zu tun hat. Die ist dafür da, um den Wachs an den Kanten abzumachen, damit die Kante auch frei liegt und gleich greifen kann. Ansonsten einfach mehrfach übergehen und abziehen. Bis der ganze Wachs unten ist. Danach muss die Struktur des Skis wieder freigelegt werden, eben mit einer solchen Kupferbürste. Immer von vorne nach hinten in Fahrtrichtung. Dann sollten noch mit einer Nylonbürste poliert werden.
wer etwas fauler ist, kann auch eine solche Rotationsbürste für eine Bohrmaschine nehmen. Aber auch danach nochmal die Poren freilegen. Und fertig ist der Ski. Was vorhin noch ziemlich kaputt war. Hier war diese Stelle mit dem Loch und total verrostet an den Kanten. Ist jetzt eigentlich für so einen alten Ski, der eigentlich schon auf dem Müll hätte landen sollen, ein recht brauchbares Ergebnis.